Der mehrjährige Finanzrahmen wurde diese Woche endgültig vom Parlament beschlossen. Der Kompromiss steht schon seit längerer Zeit fest. Er war auch verbunden mit verschiedenen anderen Kompromissen in der Agrar-, im Agrarbereich und in der Regionalpolitik. Sind Sie zufrieden mit diesem Kompromiss? Naja, es ist zumindest einmal ein Versuch jetzt, einzusparen. Es ist ein Versuch, die Kontrolle über Länder, die das Geld ja mit beiden Händen in den vergangenen Jahrzehnten hinausgeschaufelt haben, zu gewinnen. Ich glaube nicht, dass das mit diesem mehrjährigen Finanzrahmen dann getan sein wird. Dieser mehrjährige Finanzrahmen birgt vor allem zwei Probleme, auf die ich verweisen möchte. Erstens, es wird, obwohl es ein Verschuldungsverbot gibt, werden immer wieder Verschuldungsrucksäcke der vergangenen Jahre ins nächste Jahr mit übertragen, sodass also das Erfordernis immer größer wird. Und zweitens, dieser mehrjährige Finanzrahmen ist davon von der Idee getragen, dass die Europäische Union früher oder später ein Staat sein soll, der eigene Einnahmen hat. Und das kann ich natürlich unter keinen Umständen mittragen. Die Mehrheit der Abgeordneten fordert ja eine Finanztransaktionssteuer, wo die Einnahmen direkt in das Budget fließen der EU. Das kann ich so lange unterstützen, solange gleichzeitig die Mitgliedsbeiträge der Mitgliedsländer abgesenkt werden. Wenn das eine stattfindet ohne das andere, dann ist es für mich inakzeptabel. Das heißt, ich kann über eine Finanztransaktionssteuer, die ich dem Grunde nach sogar für vernünftig halte, kann man mit mir reden. Aber wenn dann gleichzeitig entsprechend die Mitgliedsbeiträge der Mitgliedsländer, und das ist im fundamentalen Interesse eines Nettozahlerlandes wie Österreich, abgesenkt werden. Es gab im Jahr 2013 allein 9 Nachtragshaushalte, um die EU überhaupt zahlungsfähig zu halten. Kann man der EU-Kommission das Geld überhaupt noch guten Gewissens anvertrauen? Nein, kann man nicht. Wenn jemand nicht in der Lage ist, ein vernünftiges Budget auf den Tisch zu legen und sich dann daran zu halten, dann zeigt er, dass er mit Geld nicht umgehen kann. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass man ja in den vergangenen Jahren Geld in Länder geschaufelt hat, die seit Jahr und Tag keinen Bestätigungsvermerk für die Verwendung der Fördermittel durch den Rechnungshof erhalten. Das heißt, man weiß seit Jahr und Tag, dass dort das Geld in mafiösen Kanälen verschwindet, dass es verschleudert wird, dass es zweckentfremdet verwendet wird und so weiter. Ja? Und die Forderung lautet dann, noch mehr Geld in diese Länder zu schaufeln. Das ist einfach absurd. Deswegen habe ich auch darauf hingewiesen, dass der Versuch des Kommissar Hahn, jetzt zumindest die Länder über sogenannte makroökonomische Konditionalitäten, auch wieder so ein Wort ungetüm der Europäischen Union, an die Kandare zu nehmen, dass das ein Versuch ist, aber ich bin mir nicht sicher, ob der Versuch überhaupt gelingen wird. Nochmal zurück zu den Verhandlungen rund um den mehrjährigen Finanzrahmen. Dänemark hat den Kompromiss letztendlich abgelehnt. Ihr Kollege Morten Messerschmidt lobt seine dänische Regierung dafür, dass sie da noch mehr Kürzungen verlangt haben. Die österreichische Regierung hat zugestimmt. Wie sehen Sie die Rolle der österreichischen Regierung innerhalb dieser Verhandlungen? Erbärmlich, und zwar deswegen, weil wir ja unseren Rabatt verloren haben. Und da zeigt sich einfach, dass die Europäer immer noch in der Lage sind, uns Österreicher an die Wand zu spielen. Wenn ich mir die Vertreter anschaue, die hier mitverhandelt haben, dann kriechen die buchstäblich unterm Teppich in diese Verhandlungssäle hinein. Der Beschluss, dass der Rabatt fällt für Österreich oder der Rabatt auf den Rabatt, dass die Österreicher eben weiter jetzt auch den Britenrabatt mittragen müssen, der fiel ja schon im Februar. Wenn man sich jetzt den Wahlausgang anschaut, die Nationalratswahl im September, da haben es einige wohl auch vergessen, dass die österreichische Regierung hier schlecht verhandelt hat. Man muss das den Bürgern bei den EU-Wahlen in Erinnerung rufen. Und der Österreicher sollte mal jene abstrafen, die permanent sein Geld auf dem Altar der Europäischen Union opfern. Und dazu muss es, glaube ich, auch entsprechende Bewegungen in Österreich geben, die das auch thematisieren. Das ist in der vergangenen Nationalratswahl leider nicht thematisiert worden, leider auch nicht von den Oppositionsparteien. Wir sind gespannt, wer alles nächstes Jahr kandidiert. Nochmal zum Budget. Das Jahr 2014, das Budget für das nächste Jahr, wurde jetzt auch beschlossen, nachdem man eben auch, das wurde ja verbunden mit dem mehrjährigen Finanzrahmen. Aber schon jetzt hat der litauische Finanzminister gesagt, es wird mit Sicherheit Nachtragshaushalte geben. Hat schon mehrere angekündigt, weil sie genau wissen, dass das alles nicht hält. Das heißt, man findet einen Kompromiss und weiß, das wird nicht halten. Das ist alles fauler Zauber. Das ist typisch für diese Europäische Union. Man formuliert einen Kompromiss, damit man eine Entscheidung zustande bringt. Und dann kommt man mit sozusagen Nachtragsforderungen daher und die Mitgliedsländer sollen zahlen. Aber ist das nicht die Kunst der kleinen Schritte, die viele Bürger auch wünschen? Wenn man sich die Biografien heute anschaut, ist hier nichts mehr stringent. Meine, viele gehen ja immer kürze Abschnitte anstatt einen Weg von Anfang bis zum Ende. Die Bürger, glaube ich, haben ein Recht darauf, dass sie nicht permanent beschwindelt werden. Und dieser mehrjährige Finanznamen ist ein Schwindelinstrument, mit dem man schlicht und einfach versucht, sich Ausgabenkompetenzen zu verschaffen mit Zustimmung des Parlaments. Und dann kommt man mit Nachtragsforderungen durch die Nachtragshaushalte daher.
The MFF was adopted by the European Parliament this week. Last week, it was approved. This compromise was approved by the Commission, the Council, and the negotiation team of the Parliament. Denmark was not in favor of this compromise. True. I must say that I'm not in favor of the Danish government at the time, so this will be a rare occasion to say something nice to them. And I actually think it was good that they choose to vote no, because the compromise is not very good. First of all, there's still a huge overspending in the European Union, and sometimes in many projects that are not even just harmless, but actually very harmful and will do damage more than good. For instance, in the 40% of the money spent for agriculture subsidies, I think that's quite outrageous in the time where we have austerity and we have crisis in the economies around the world, that 40% of the money is used on something like agriculture subsidies. But especially in the cohesion funds, where we find a total chaos. Just a week ago, the Court of Auditors came out with a report on how the money was spent in 2012, and they concluded that there is an entire chaos when it comes to the programs within the cohesion funds, and therefore they didn't want to approve the way that the Commission had spent the budget. I think it's quite appalling that 19 years in a row the Court of Auditors have denied to approve the EU budget, but in spite of that, we've just agreed 7 years, or the parliament majority has just agreed 7 years of more spending without at all reflecting this problem. So yes, on this very concrete issue, I would like to congratulate the Danish government and the other governments for voting no, and I did the same when we had the vote here in the plenary. The regional funding of the European Union is marked by the fact that you have to show the emblem of the EU. It's obligatory if you have an EU-funded project, then you can watch this throughout the whole European Union, all these emblems of the European Union. Is this kind of propaganda? Is this Yes, indeed. I mean, the institutions here will use as much money as they can for propaganding for their idea and for the European Union as such. And it's quite enormous sums of money that we have on the table that are advocating in favor of the European Union. I mean, try to go to the airports and you will see big posters of Europa bringt das Frieden, or die Frieden, how is it? The European Union will bring peace to the world and happiness and everything. But the interesting thing is that all this propaganda doesn't really work. I mean, we see that more and more people around in the European Union are becoming increasingly skeptical towards the institutions here, because the only thing that basically works in the Union is the propaganda mechanisms. I mean, all the policies when it comes to the economy, the free trade, the Eurozone, things like that, don't work. And I think people are becoming more and more aware of that. So yes, the Union here will spend, I guess, increasingly amounts of money on propaganda, but it cannot hide the fact that it's the policies of the Union that are wrong. The MFF is valid for 7 years. Yes. It reminds many people of a state-directed economy. On the other hand, there's a so-called revision clause inside this compromise. The parliament insisted on this revision clause, and they already announced that it was possible to change the MFF after elections next year. This has to do with the strategy of the parliament. You have to understand, and here everybody, of course, are a bit afraid of whether they will be re-elected next year or only half a year from now, and therefore they will say something that is popular, and obviously in austerity times it is popular to have a budget which is smaller than the previous years. But, and that's where this clause is very very important, that will authorize them after the election then to just change everything and thereby change all the budget lines and begin to spend in a different way. And of course that's the way the House here works. When it comes to the elections, they will tell whatever pleases the voters in order to be elected. I think we know that from all our member states. But as soon as the election is over, they will vote in favor of more union spending, more authority to the European institutions, and so on. But the parliament is not capable, not competent to increase the competence of the European Union. No, not technically, but they do that all the time. I mean, after the implementation of the Lisbon Treaty, for instance, it said very clearly in the Lisbon Treaty that when it comes to the foreign affairs policies, that should be an area strictly only to the council, and then with the new commissioner, Madame Ashton, as the leader or so. But
what did the parliament do after the implementation of the Lisbon Treaty? They said, all right, it might be so that the treaty says that we, the parliament, doesn't have any influence on the foreign affairs policy, but we do have the influence on the budget. So if you want the money, you'll have to give us power on the foreign affairs policies. And that's where we are now. So this parliament is very self-confident and will use any authority they are giving to get even more authorities. So it might be so that the treaty said that there is a limited authority for the union or a limited for the parliament, but the parliament here and the federalists in the parliament will do everything they can to take more power out of our member states. But in case a member state is violating the European treaties, the Commission will introduce a procedure in front of the European Court of Justice. Why not in the case if the parliament adopts something which is obviously against treaties? Well, it's not that obvious, first and foremost. And secondly, the way that the European Court works is it's rather a European Court of Politics than a European Court of Justice, I would say, because you have so many of the verdicts and the judgments from the court that are very political. And each time you have a dispute between, for instance, the Commission or the Parliament on the one hand, and then the member states on the other hand, whether or not the member states have granted over sovereignty to the institutions, the court will come out in favor of the pro-integration argument. They will favor the parliament, they will favor the commission position, and the member states will lose. I actually just wrote a book about that, which is going to be launched next week, sadly in Danish, so it won't help much here, I guess. But that's a general phenomenon when it comes to the way that the European court works, that it is a political force, that when it comes to the unionship, the social rights to residence in the union, institutional issues, and all these issues, they will favor more in institutions. They will favor power to the institutions. For instance, the fundamental idea of supremacy of EU law compared to national law, that's never been written in the treaties. That's something the court came up with. I mean, that's a quite political issue, I would say, whether a national law should be above or beneath an EU law, or and vice versa. So that's just an example of the EU court playing a huge political role.